Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Heute heißt es feuriges Finale. Welt 6, der Boss. Ist es der letzte Part? Ich kann es jetzt noch nicht betiteln. Aber viele Parts werden es nicht mehr sein. Möchte ich an dieser Stelle kurz anmerken. So. Dixie! Okay, machen wir es halt in der Lava. Was zum Teufel? Was zur Hölle muss ich machen? Oh. Okay, ich muss den treffen. Oh, war ja. Was jetzt? Oh, shit. Okay. Dreimal treffen? Wie oft muss ich ihn treffen? Wow. Okay. Und jetzt? Ach, wieder das gleiche. Okay, gut, das ist in Ordnung. Das ist ja noch easy. Zack, und Treffer. Oh, das funktioniert nicht. Oh, bist du jetzt wütend? Was machst du jetzt? Wow. Wow. Okay, und nun? Das ist wieder das Gleiche. Nee, nicht das Gleiche. Das ist irgendwas anderes. Wow. Oh, verdammt, da hat es mich erwischt. Kommen diese Dinger hier runter? Na komm. Ja, komm. Jawohl, erwischt. Und nun? Wow. Oh, verdammt. Okay, komm. Oh, oh. Kann ich mich jetzt hier in Ruhe hinstellen? Ja. Hui, das ist jetzt noch relativ simpel. Beruhig dich, du lauter Löwe. Walross. Ah, verdammt. Bam. Headshot. Oh, verdammt. Na, komm. Ah. Oh, verdammt. Oh, er ist wütend. Er ist wütend, er ist wütend, er ist wütend. Und jetzt als nächstes. Wow, wow, wow. 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 Was machst du mit mir? Das hat er doch jetzt nicht ernsthaft gemacht, oder?
Oh shit, und jetzt geht das auch noch los hier mit mehr. Jetzt eben gerade. So, wir warten hier. Wir gehen hier rüber. Phase ist viel länger als sonst. Wow. So. Okay, komm, komm, komm. Komm, komm. Yes, erwischt. Kommt da rüber. Und er läuft wahrscheinlich wieder. Oh nein. Oh shit. Oh verdammt. Wow. Hier muss ich anscheinend irgendwie gewusst wie runterspringen. Wow, was ist denn jetzt? Wow. Wow. Ach komm. Das ist ein scheiß Bossfight. Er geht so lange. Okay, jetzt können wir abkürzen. Komm. Ist das ein blöder Bossfight? Okay, die erste Phase ist noch relativ die einfache. Er versucht hier auszuweichen. So. Ich kann den nur in die Richtung werfen. Oh, verdammt. So, komm her. Und nochmal. Warum läufst du nicht zurück, bis ich dich dreimal treffe? Oh, shit. Das hätte ich anders haben können. Aber ich kann mir ja Herzen sammeln. Oder auch nicht. Gib mir die Herzen. So. So. Eins. Achso. Okay. Wenn ich ihn gleich am Anfang dreimal treffen würde, wäre es einfacher. So. Und hau ab. Da ist Lava. Und ich glaube, Lava ist nicht gut für uns. Der Boden ist voller Lava, ne? Kennt ihr ja. Wer hat es nicht gerne als Kind gespielt? Und der Boden wird hier gerade mit Eis abgekühlt. Jetzt pustet er wieder sein kleines Hörnchen. Puste, mein kleines Hörnchen. Puste. Jawohl. Treffer unversenkt. Was hast du jetzt vor? Jetzt läufst du wieder. So, komm. Oh nein. Wow. Das war sau ungünstig. Könnt mir bei Funky ein bisschen mehr Energie holen. Wäre auch eine Möglichkeit, das Ganze elegant zu beenden. Wenn ich hier stehen bleibe, sollte mir gar nichts passieren. Komm, du hüpfst hin und her. Oh. Komm, und jetzt will ich dich erwischen. Und nochmal. Ach komm. Blödes.
Habe ich schon mal gesagt, dass ich Walrosse hasse? Nein? Okay, gut, jetzt wisst ihr es. Das wird eine lange, lange Folge. Wird es eine Doppelfolge? So, komm. Volltreffer auf die 12. So, jetzt muss ich mal versuchen, beim dreimal zu treffen. So. So, und ein drittes Mal. Jawohl, in der ersten Runde gleich. Mecker nicht. Oh, shit. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht wütend machen sollen. Der hat jetzt böse. Wie Donkey Kong nach oben guckt. Hä, was kommt denn von da oben? Alles Gute kommt von oben, heißt es doch immer. Kann ich jetzt zwar so nicht bezeugen, aber nun gut. Man kann sich ja gerne eines Besseren belehren lassen. Weil jetzt kommt ja das Gute von oben. Also relativ gut von oben. So, jetzt warten wir ja. Jawohl, Treffer. So. Nummer 1. Nummer 2. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Und jetzt hau ab, komm. Danke. Verdammt, das sah so gut aus. Ja. Der richtige Sprung ist hier wirklich extrem wichtig. Na komm. So. Na komm. Jawohl, ich hab ihn, ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, ja, ich hab volle Energie. Ja. Und schön schweben. Jetzt kommt er wahrscheinlich mit extra viel Eis wieder, ne? Dum, 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 dum. Ja, lach du nur gehässig. So, das... Drecksvieh. Boah. Das kommt da mit diesen kleinen Dingern da, die ich dann auf ihn werfe. Mit den, da geht's mal, Untergebenen. So, so, komm. So, okay, jetzt. Komm, jetzt gibt's eine Vollgas. Oh oh. Okay. Und was machst du jetzt? Okay. So, wir warten. Bis die alle runterkommen. Und jetzt kommt, glaube ich, das mit dem Horn. Genau. So. Läufst du jetzt nochmal? Ah, okay. Und einmal kannst du noch laufen, ne? Nein. Uhu. Oh, ich lebe, Leute. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Episch, 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 episch. Und ihr schreibt mir in die Kommentare, wo ich noch Geheimnisse finde, bitte. Wenn ich das hier überleben sollte. Genau. Genau, weil auch, weil auch, weil auch. Ja, immer da, wo ich stehe. Und jetzt puste mal richtig schön. Richtig schön tief ins Rohr, genau. So.
Okay. Danke. Ah, schon wieder. Ich komme immer auf das A ganz kurz. Aber hey. Oh, Leute, ja, das war's dann sozusagen mit Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und ich habe jetzt eigentlich lange überlegt, also ihr sollt mir zwar die Sachen in die Kommentare schreiben, aber ich warte jetzt halt, bis was in den Kommentaren ist bezüglich der Geheimgänge, damit ich dann halt die anderen Sachen noch finde. Und vielleicht setze ich dann das ein oder andere fort, vielleicht wird es auch mal ein Replay geben oder Re-Let's Play. Denn an dieser Stelle möchte ich es einfach beenden. Muss aber sagen, das Spiel hat mir technisch gefallen, technisch wirklich sehr gut gefallen. Gerade die Musik, die ist wirklich Hammer. Die geht ins Ohr, die geht ins Blut. Man muss mitdancen. Jetzt auch gerade muss man schon sich so ein bisschen so zu dem Groove bewegen. Und hier hat Nintendo wirklich ein Meisterwerk wieder abgelegt, beziehungsweise die Retro Studios, darf man ja nicht vergessen, ne? Ganz wichtig. Haben hier wirklich ein Meisterwerk abgelegt, was das ganze Spielkonzept angeht. Das Einzige, was ich halt finde, ist immer noch Donkey Kong Country ist sau schwer. Also, aber es stylisch, musikalisch, also vom Design und von der Musik her, wirklich Leute, das muss man sich geben. Ja, und ich glaube, man kann sogar den Soundtrack dazu kaufen, und wenn nicht, den findet man hundertprozentig auf YouTube. Und ja, ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht. Und das nächste Projekt startet dann am 22.06. mit Mario Tennis Aces. Also 22.06.2018 mit Mario Tennis Aces. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. So lange werdet ihr um diese Zeit kein Let's Play finden. Und ja, genießt noch das Outro. Um was es sich hier handelt. Mit den schönen Bildern. Und ja, wie gesagt, vielleicht beim nächsten Mal ein Funky Kong Mode oder so. Keine Ahnung. Ich guck mal. Ich hoffe trotzdem weiterhin auf eure Unterstützung bauen zu können und freue mich jetzt schon auf eure weiteren Kommentare in den nächsten Let's Plays, nächsten Let's Shows, wie auch immer, und sage dann an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, danke für jeden Daumen nach oben, danke für jede Sekunde, die ihr hier mit mir gelitten habt, und danke auch an alle, die bisher hier auf diesem Kanal gelandet sind. Ich sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.